Hallo meine Freunde und wieder mal herzlich willkommen zum Raspberry Pi Tutorial. Wir haben uns letzte Folge angeschaut, wie das dann so geht, das Betriebssystem Raspbian auf die SD-Karte zu bekommen und dann davon zu starten. Und wir sind praktisch stehen geblieben bei diesem Bildschirm. Ich habe meinen Raspberry Pi wieder gleich hier, praktisch wie das letzte Mal, angeschlossen mit SD-Karte und meiner Tastatur, so dass ich rauf und runter drücken kann. Mehr brauchen wir auch am Anfang eigentlich gar nicht. Ich gehe die Schritte einfach mal nach der Reihe durch. Expand File System ist immer eine gute Idee zu machen. Da drückt man einfach auf diesen Menüpunkt, auf diesen ersten Enter, was ich gerade getan habe, dann kommen einige Zeilen. Es steht dann hoffentlich Success dort und dass beim nächsten Reboot die Root-Partition größer gemacht wird, praktisch. Gut, der zweite Punkt tut das User-Passwort ändern. Es gibt einen Default-User, der heißt Pi. Das Passwort für den ist Raspberry. Wenn ihr den Raspberry Pi in euer Netzwerk, in irgendein Netzwerk hängt, was ihr tun werdet, dann würde ich euch raten, das zu ändern. Ich ändere es jetzt hier nicht, weil ich es nur in meinem lokalen Netzwerk verwende und der nicht ins Internet später rauskommt. Aber vor allem, wenn ihr es dann irgendwo fest installieren wollt, den Raspberry Pi, dann würde ich das Passwort auf jeden Fall ändern. Der dritte Punkt macht, da kann man einstellen, ob man in die Kommandozeile oder in das grafische Benutzer-Dingsbums booten möchte, den Desktop booten möchte. Ich lasse das jetzt mal auf Kontextkonsole, weil wir für die nächsten Teile des Tutorials noch die Konsole, also nur die Konsole brauchen. Die grafische Benutzeroberfläche kommt dann erst später, also lasse ich das mal auf Konsole, sage OK und passt. Dann gibt es hier die Internet Options. Da kann man seine Sprache, Timezone und Keyboard Layout auswählen. Das werde ich auch mal machen. Das wird, glaube ich, ein bisschen dauern. Dass er die ganzen lokalen lässt. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Einlist. Ja, genau. Gut, und dann nehme ich mal de-at. UTF-8. Und okay. Man tut immer mit Leertaste, wenn so ein, wie gerade vorher war, eine Liste ist und man kann dort etwas auswählen praktisch, dann tut man mit der Leertaste, das auswählen und mit Leertaste wieder abwählen. Und bestätigen tut man einfach immer mit Enter. Und rauf runter logischerweise mit den Pfeiltasten. Gut, ich wähle hier jetzt wieder DERT aus. Damit die Packages, die man installiert, dann auch die Sprache kennen. Sage wieder OK. Das dauert dann, glaube ich, ein bisschen. So, er hat jetzt so circa eine halbe Minute die Lokales, oder wie man das ausspricht, generiert und ist dann einfach wieder auf diesen Bildschirm zurückgesprungen, also man muss da sonst nichts mehr machen. Gut, Enable Kamera wäre, was ich im ersten Teil gezeigt habe, da gibt es diese Extension, wenn ich das hier kurz erzählen kann, diese Extension, Pins praktisch, wo man dann verschiedene Extension Ports anstecken kann, da kann man um, ich glaube, ca. 20 Euro oder so ein Kameraboard kaufen von RS Components und das dann dort anstecken. Dann muss man diesen Befehl hier, also diesen Menüpunkt hier anwählen praktisch. Das müssen wir aber nicht, nachdem wir das nicht haben. Rust Track kann man gut machen, mache ich jetzt einfach mal nicht, weil ich momentan keine Internetverbindung habe. Das ist eine Raspberry Pi Map, da kann man im Internet sehen, wo auf der Welt welche Raspberry Pis stehen. Overclock ist eine gute Idee grundsätzlich.
Aber man sollte es nicht übertreiben, weil es zu Instabilitäten führen kann. Es hat uns auch gerade dieses Fenster da gesagt, was aufgesprungen ist, dass das die Lifetime reduced und so. Meine Empfehlung wäre, also eigentlich wäre meine Empfehlung 0, aber das ist, es ist bis high, macht es keinen Unterschied. Ab Turbo wird die Wärme Entwicklung relativ stark. Da würde ich dann schon einen Heatsink empfehlen. Das werde ich auch noch zeigen, wie man sowas anfertigt und einbaut. Aber ich mache das jetzt einfach mal auf High und sage okay. Dann sagt das Set Overclock Preset High und okay. Dann kommen wir wieder in das Menü. Advanced Options brauchen wir keine. Momentan zumindest nicht. Und About Raspberry Config. Ja. Gut, dann sind wir eigentlich fertig damit. Und können hier unten mit der rechten Pfeiltaste kann man nach unten springen praktisch. Und Finish. Okay. Would you like to reboot now? Wir würden liken to rebooten. Ja, wir haben einige Änderungen wegen Overclocken und so und den Lokales, dass man rebooten sollte. Ich hoffe, es kommt wieder gleich der Bildschirm. Mein Monitor ist ein bisschen sensibel. Ja, das schaut gut aus. Rebooten wieder. Er tut sich unglaublich schwer mit dem Fokussieren. Vielleicht kann ich das ein bisschen rüberdrehen, ohne dass alles stirbt. So. Und wir sehen jetzt hier unten in der linken Ecke steht Raspberry Pi Login. Ich melde mich jetzt einfach mal an mit den Standard-Kredenzialien mit Pi und Raspberry. Das habe ich natürlich falsch geschrieben. Okay, ich habe es nicht falsch geschrieben. Bei mir ist offensichtlich noch das englische Tastaturlayout. Da müsst ihr aufpassen, wenn nachdem logischerweise in diesem Passwort ein Y vorkommt und wie bekannt auf der englischen Tastatur Y und Z vertauscht sind, muss man auf Z drücken, also praktisch Raspberry Z eingeben, damit man sich anmelden kann. Das ist ziemlich oft der Fall bei dem Raspberry. Aber man kann es ja nicht verhindern. Gut, das wäre es eigentlich soweit zum ersten Start mal. Wir werden dann im nächsten Schritt uns anschauen, wie wir SSH installieren, damit wir nicht dauernd mit dem HDMI auf unseren Monitor connecten müssen, sondern damit wir praktisch übers Netzwerk uns verbinden können, praktisch mit dem Pi. Also dafür werden wir uns zuerst anschauen, wie man überhaupt eine Netzwerkverbindung aufbaut. Und wie das dann funktioniert mit SSH, wie gesagt. Gut, ich hoffe wie immer, dass euch diese Folge gefallen hat. Ja, schaut auf jeden Fall das nächste Mal wieder vorbei. Und ich hoffe wie jedes Mal, dass ihr euch schon einen Raspberry Pi gekauft habt. Wenn nicht, unbedingt gleich gehen und kaufen. Ist ein super Gerät. Ich weiß, das sage ich jedes Mal, aber es ist so. Und ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.